Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon festgestellt, konnte ich da jetzt gerade noch was holen? Nee. Haben wir ja schon festgestellt, dass wir was vergessen haben, fällt mir gerade ein, weil ich habe den Dünger nicht reingemacht. Ah, Schande über mich. Was ich aber eigentlich sagen wollte, in der letzten Folge haben wir festgestellt, wo dieses Ding von dem Goblin, von der Goblinfrau war. Leider, leider kann ich sie nirgendwo finden. Das heißt, wir müssen dann erstmal warten bis Dienstag. Also das können wir in der heutigen Folge leider noch nicht zu Ende machen. Wir müssen dann aber heute noch einmal die Blumen gießen in dieser, ja, ich sag mal, Feenwelt, da dieser Parallelwelt. Da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Das darf ich nicht vergessen. So. Haben wir hier noch was zum Ausbuddeln? Ja, hier unten. Heute ist wieder der Geldtag. Ist aber auch nicht schlimm. Ich nehme natürlich auch Geld immer gerne an. Das Einzige, was ich jetzt in der letzten Folge dummerweise vergessen habe, ich wollte eigentlich in der Mine noch weiterarbeiten, wenn ich schon mal da bin. Weil ich habe ja quasi nichts von meiner Ausdauer ausgegeben. Ja, und ich doof bin dann aber schlafen gegangen. Das war natürlich nicht ganz so clever von mir. Aber naja, ist jetzt halt so. Da fällt mir ein, mit ihr oben habe ich mit der Jiva oder wie sie heißt, habe ich auch schon länger nicht mehr gesprochen. Da müsste ich auch mal gucken, ob ich die noch erreiche. Ah nee, ist wieder zu früh. Oh, nein. Falsch rum. Ich will immer mit Escape rausgehen. Ist wieder zu früh, ne? Die Tiere, die sind jetzt wahrscheinlich alle drin, nehme ich mal an. Mal zumindest schon mal in Ruhe die Eier hier einsammeln. Tadam! Das ist doch mal ein schönes Bild. Alle sind sie hier drin und am Schlafen. Nein, jetzt kommen sie hier alle der Reihe nach raus, oder was? Das sah gerade so schön aus, weil die alle am Schlafen waren. Wen habe ich jetzt erwischt? Ja, ich wusste, ich habe wieder die falsche erwischt. Jetzt habe ich aber die richtige. So. Hier drin, das ist immer ein ziemliches Kuddelmuddel, muss ich dazu sagen. Weil man da sehr oft den Falschen erwischt. Jetzt habe ich den erwischt, der eigentlich am Schlafen war, beziehungsweise die. Genau, geht ihr jetzt mal wieder schön zurück. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob die, die sich gerade verdrückt, ob die nicht auch noch gefüttert werden muss. Nee, muss anscheinend nicht. Nee, jetzt habe ich wieder. Nein. Och, komm. Einmal den, den ich anvisiert habe. Komm. Okay, das funktioniert. Das ist in Ordnung. Übrigens, auch in dieser und in den nächsten ein, zwei Folgen gilt: Es tut mir leid, wenn ich euch entweder anschreie oder viel zu leise bin, aber ich höre immer noch nicht allzu viel. Weil, ja, so viel Schleim und so weiter bis zu meinen Ohren sozusagen hochgeht, dass ich nicht wirklich Luft bekomme und dass ich auch nichts mehr hören kann momentan. Es ist zum aus der Haut fahren aktuell. Habe ich jetzt den richtigen? Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, warum kommt denn jetzt der andere hinten runter, wenn der richtige doch eigentlich die braune ist? Ach Gott. So, jetzt haben wir aber alle. Backst du hier rum? Hallo? Armes Hühnchen. So, nehme erstmal ein braunes. Ich versuche das so ein bisschen nach den Farben zu halten. Zweite braune, okay. Weil das ist doch, also auf den ersten Blick zumindest, ist es doch sehr blöd zu unterscheiden. Ja, von dir habe ich auch schon lange keine Dreimilch mehr bekommen übrigens. Was ist mit dir los? Ach ja, hier die Kim hatte ja auch noch gefragt. Nee, braun hatten wir schon, ne? Die Kim hatte ja auch noch gefragt, ob wir ihr nicht was Fleisch geben können. Also sprich ein Tier geben können. Aber sie nimmt, meine ich, keine Hühner an, wenn ich mich richtig erinnere. Muss ich mal schauen. Sehr schön. Wir haben auch wirklich wieder jede Menge Wolle, ne? So, ich glaube, ich hoffe, dass wir dann alle hatten davon. Schauen wir nochmal, was wir hier so finden können.
Ein bisschen Holz. Und das war jetzt diesmal wirklich nicht viel. Das waren nur 3 Stück. Ah, sehr schön. Unkraut ist auch wieder dabei. Sehr geil. Ich meine, Holz freue ich mich ja immer darüber, wenn das so am Boden liegt. Das habe ich ja schon mehrfach erwähnt mittlerweile. Oh, sehr schön. Auch nochmal eine Blume. Haben wir lange keine mehr gehabt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum. Disteln haben wir auch nicht mehr gehabt. Wobei, ich glaube, die kommen wahrscheinlich nur zu einer gewissen Jahreszeit. Vermute ich mal. So, wenn wir gerade schon mal dabei sind, dann können wir hier auch nochmal... Da eins reinmachen. Oben waren wir schon. 9:30. Ja, ich hoffe mal, das reicht jetzt, um da hinzufahren. Sie ist ja nicht da. Er ist gar nicht da, oder? Dienstag und Mittwoch geschlossen. Okay. Die beiden waren beim letzten Mal auch schon... Oh, geh doch da hoch. Die waren beim letzten Mal auch schon geschlossen. Haben auch wieder keine Lust heute. Wir haben echt ganz komische Zeiten. I'm glad it will be winter soon. More of the animals will be in hibernation, which means Ariel will spend less energy fretting over them. I'm fond of Ariel, but he can be quite exhausting to be around when spring is in full bloom and there are hatchlings everywhere. Ja, so ist das nun mal. Das sind ja schon fast Vatergefühle hier. Humans do not know how to hibernate. That is your problem. Always busy, busy. And in each other's business. Ja, das ist gar nicht so falsch, würde ich mal behaupten. Haben wir denn noch hier irgendetwas? Ne, da haben wir noch Kupfer. Was ist das? Sterngucker. Nachtbeschwörungszauber. Okay, der war, glaube ich, ein bisschen teurer. Den nehme ich da mal nicht. So, das haben wir schon alles hier. Ja, ich weiß immer noch nicht, was mit dem Geist ist. Komm mal hier. Nee, ein Tag noch. Aber, Moment, wir hatten doch gesagt, dass die Dings hier fertig sind. Für die Seide, genau. Habe ich da noch? Oh, ich habe noch ein paar. Ja, auf jeden Fall. So, und der braucht noch bis zum nächsten Tag, ne? Ja, beziehungsweise bis heute Abend. Okay. Dann bekommt Wesley auch wieder was. Moment, wir gehen dann erstmal eine Runde unten rum, würde ich sagen. Der Proppelbot oder wie der heißt, der wird wahrscheinlich auch nur noch bis morgen oder so machen. Von dem Tag an, wenn er nicht mehr fliegt, muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich es selber mache. Achso, Moment, was haben wir denn? Ah ja, das ist nur das, was wir leider nicht machen können, weil wir sie ja nicht finden. So, dann gucken wir mal, ob wir hier unten noch was haben. Natürlich wieder nicht. Nee. Na gut, wir haben ja auch gerade erst so viel am Strand gefunden. Dementsprechend denke ich mal eher nicht, dass da groß was ist. Thomas! Altes Haus. Oh ja, aber dafür, dass hier wahrscheinlich nicht so viel ist, war jetzt doch noch einiges hier. Für den Strand ist es schon vergleichsweise eigentlich viel. So. Wir haben Dienstag. Das heißt, die meisten müssten jetzt eigentlich geöffnet sein. Das heißt, wir können mit denen sprechen. Wesley, ich komme gerade nicht zu dir rüber. Moment, so. Hi. Even though I don't live here, Sophia won't quit asking me if she can set me up with someone. Mit mir. Is she like this with everyone? Pretty much. Ja, irgendwie schon. Aber das ist gut, ich lebe nicht mal hier. Sometimes Shelby comes in here and buys chuck roast. I asked him what he's cooking in his cauldron out there. What cauldron? The one out by his cabin. Chill, Tara. He said, goulash, of course. Fascinating brain on that guy. Okay. Warte mal, oder kann ich... Äh...
Ach, so kann ich was bei ihr verkaufen. Ah, also kann ich doch eigentlich einen Huhn nehmen. Ich weiß nicht, ob wir dann dadurch bei ihr vielleicht besser dastehen. Keine Ahnung. Der Picker. Picker ist noch nicht. Aber Kikerifi ist eigentlich auch noch nicht ausgewählt. Ich will nicht die mit den schönen Namen nehmen. Nugget, glaube ich, war mein erstes. Kann das sein? Ja, gut, komm. Wir nehmen mal Nugget. Mal gucken, ob wir dann bei ihr irgendwie besser dastehen oder so. Ja. Jetzt haben wir Geld bekommen, aber mehr auch nicht, oder wie? Ich dachte, wir bekommen da noch irgendwas raus, wenn das geschlachtet wird. Oh, kids grow so fast. Feels like yesterday I was grabbing mayonnaise to clean crayon off the wall or get gum out of Emmy's hair. Why am I just now learning mayonnaise can do all that? Oh, Tara. Mayo and vinegar will clean just about anything. And wait until you see what happens when you mix them with pepper and scallions. One of the best dressings you'll ever taste. Wenn sie das jetzt erst mitbekommt, dann nur deswegen, dass sie nicht zugehört hat, weil das hat sie nämlich schon öfter gesagt. So, mal eben schauen. Da ist Pilzleder. Ist aber sehr, sehr teuer. Paprikagewürz. Ich weiß nicht, ob wir das mal brauchen. Das ist das Problem. Ich nehme mal eins davon mit. Vielleicht brauchen wir das ja mal irgendwann. Oh, ever since Giver moved to the island, I can hardly keep chilies and tea in stock. I might have to hit up her place after surf sessions this winter to warm up. So, Kim sitzt hier nicht. Dann gehen wir hier nochmal rein. Bruno turned me on to fishing. I never thought I'd be a fishing sort of woman. Das war jetzt wieder nicht allzu viel, was wir reden konnten. I wouldn't mind the Consciousness Center if I could just be alone there. The building is lovely. It'd be a great place to pray. But Cameron always tries to talk to me. Ja, penetrante Leute können einen ganz schön auf den Sack gehen. Der ist doch bestimmt wieder hier drin. Sorry if I look distracted. I was just thinking about how I can help my flock better follow their paths. Nature is a great teacher. Ja. Macht doch einfach mal einen Spaziergang. So, wen haben wir noch? Gehen wir hier nochmal einmal die Runde. Hi, Parker. How's it going? Oh, fine, I guess. Hey, has Lena seemed off to you lately? Whenever I ask her if something's wrong, she just shrugs and says she's a bit tired. You see, I'm on a path to becoming a better person, a better man, and I want to improve our relationship too. But I can't if she just keeps shutting me out. I feel like she's just fine with keeping the status quo. You're a friend. What should I do? Lena only ever says loving things about you. She's just under a lot of stress, I think. But shouldn't I be the one to help her through that stress? I want to be there for her, but I can't if she won't talk to me and tell me what's up. I love Lena for who she is. I know she doesn't wear a heart on her sleeve all the time like I do. It's just, there are few things lonelier than feeling lonely even when you're with someone. That's all. Thanks for listening, Tara. Ah, oh, er ist jetzt mein bester Freund. Wie viele beste Freunde habe ich denn jetzt schon? Ja, cool. Dann brauchen wir mit ihm auch nicht mehr zu reden. Das hört sich immer so gemein an. Aber das hilft uns doch sehr. Insofern, dass wir dann auch nicht mehr überall rein müssen und mit jedem reden müssen und so. Nur wenn die dann halt noch eine Quest für uns haben. Was ist das denn hier? Eine Walnuss. Ah, das sah jetzt gerade irgendwie anders aus. Shelby ist auch nicht da. Hier können wir auch nichts mehr machen. Ich denke mal, dass wir heute Abend wiederkommen können wegen den Blumen. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, noch nicht? Okay, dann noch nicht.
Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal hinten zu diesen einen, ich sag mal, Feenort. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, diese Steine da. Ich habe den Namen vergessen. Weil wir müssen die ja nochmal eben gießen. Und ich hoffe, dass das dann so ist wie bei den anderen Sachen, dass wir die dreimal gießen müssen. Und dass das dann erledigt ist, die Aufgabe. Also sprich, dass wir dann ja eigentlich nochmal hier hinkommen müssen, damit die... ach so, ich muss die Gießkanne auch mal auffüllen. Ja, stimmt. Damit wir die dann ernten können. Nee, stimmt gar nicht. Noch 3 Tage. Ach du Schande. Ich hätte mal so einen Beschleunigungszauber drauf machen müssen. Mist. Okay. Und ich habe wieder vergessen, was war denn das jetzt für ein Trank? Ich glaube, wenn ich das lese, müsste ich das eigentlich wieder wissen. Achso, den müssen wir mal wieder auffüllen. Was machen wir denn da rein? Wir machen heute mal Blaubeeren da rein. So, ich wollte gerade sagen, es reicht aber, wenn wir 3 spenden. So. Dann muss ich noch mit den Leuten oben sprechen, also in der Stadt oben sozusagen, damit ich die auch alle habe. Ja, wie wir da an den Geist kommen, weiß ich leider immer noch nicht. Ich habe bisher auch noch keinen gesehen, obwohl ich ja quasi immer überall rumlaufe. Bruno's got some wild fishing stories. I'm not sure how true they are, but they're so interesting, I don't care. I know how much he loves to tell them. I bet you made his day just by listening. I know it's all in my head, but sometimes I feel like everyone's staring at me. I feel that way sometimes too. There's one thing I can promise. No one's judging you nearly as much as you are judging yourself. Aber das war jetzt geil. Sie redet davon, dass sie alle anstarren und die Lehrerin im Hintergrund sagt, hä, was, wen? Start hier so rüber. Deep in thought, Vanessa. What's that, dear? Oh, I'm so sorry. How rude of me. Yes, I was just contemplating our little town and all of its secrets. Secrets? Well, that would be telling, wouldn't it? Ja, lachen kann ich gerade auch nicht mehr mit der Stimme. Violet brauchen wir nicht mehr. Ne, die hatten wir alle hier, ne? War doch jetzt richtig, oder? Violet hatten wir doch. Ich gucke zur Sicherheit nochmal kurz nach. Ach nee, Violet hat man nicht. Sebastian's kept old voicemails from my mom for years. I catch him listening to them sometimes. I always thought he was just making it harder for himself, you know? To let mom go. But now I get it. I can't wait to go back into the gloaming. I'm going to track down every single Echo Blossom there is. Ja. Dann bleibt uns im Dorf eigentlich nichts mehr über, was wir machen können. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt noch ein bisschen in die Mine. Ach so, da gucken wir noch mal kurz nach. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wie das jetzt hieß. Geisterflamme. Doch, es war, glaube ich, die Geisterflamme. Da brauche ich Kupferessenz und dieses Calcium, was auch immer. Moment, Kupferessenz, die habe ich auf jeden Fall. Die mache ich schon mal. Calciumpulver, genau. Das war davon, das machen wir auch schon mal. So, dann könnten wir theoretischerweise noch einmal... Oder ich habe da noch eine von. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das mal. Ja, dann warten wir auf das Pulver und so weiter. Und ich werde jetzt erstmal in die Mine gehen. Und ich sag dann schon mal, weil ich davon ausgehe, dass mir da wahrscheinlich wieder mal kein Geist um den Weg läuft, sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.